Dieses Video wird euch präsentiert von super11cards.de. Ja, moin moin und ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal und heute zu Final Fantasy, dem Trading Card Game, jawohl. Und das Ganze natürlich wieder zusammen mit super11cards.de, natürlich, unser Sponsor hier auf dem Kanal. Und wir legen erstmal los mit Neuigkeiten, würde ich sagen. Denn wer beim Andreas den Newsletter abonniert hat, wer das noch nicht hatte, der sollte das eventuell tun. Das ist immer sehr hilfreich für neue Infos. Der wird auch schon gelesen haben, dass das Pre-Release-Kit mal wieder verschoben wurde. Und wie bei der letzten Edition kommt es dann zusammen mit den Displays raus. Das heißt für uns, dass die ganze Schote am 15. April 2022 erscheinen wird. Und was soll man sagen, ne? Machst du nix, guckst du nur, im Moment verschiebt sich halt alles. Und Vorfreude ist die schönste Freude, hieß es ja früher immer, ne? Den Spruch, den habe ich schon als Kind zu Weihnachten gehasst, wenn man drauf gewartet hat oder auf den Geburtstag, ne? Auf die Geschenke. Ja, na gut, so ist das dann einfach. Wie gesagt, 15. April 2022 kommt die Geschichte raus. Ihr könnt natürlich weiter vorbestellen beim Andreas. Der macht übrigens vom 9.4. bis 15.4.22 Urlaub. Also in der Zeit wird nichts verschickt, aber er ist halt passend zum Release dann wieder da. Und versendet das natürlich dementsprechend auch am 16. Und dann können wir hoffen, dass die Post dann schnell ist und dass es dann ankommt. Ihr könnt, wie gesagt, weiter vorbestellen, auch in der Abwesenheit. Und natürlich Displays, Pre-Release-Kits und auch Einzelbooster. Gut, das dazu. Und wer in der Übergangszeit noch ein bisschen Langeweile hat, der kann ja auch mal beim Andreas schauen. Der hat jetzt auch Rapture im Sortiment. Und wer sich da mal von reinen Karten in Richtung Tabletop ein bisschen bewegen will und da mal schauen will, das ist auch eine feine Sache. Und man muss ja nicht immer entweder oder, ne? Ich sag immer, ne, man sollte da Brücken bauen zwischen den Karten-Nerds und den Tabletoppern, weil manches überschneidet sich auch und es ist halt, ein schönes Hobby, kann ich nicht anders sagen. Bei Rapture ist halt auch die Einstiegshürde sehr gering, ist ein Skirmisher, das heißt, ihr braucht wenig Miniaturen, die Regeln sind gut geschrieben und ich habe ja schon ein Video oder mehrere Videos dazu gemacht, schaut euch die auch gerne an. Gut, wir sind aber heute bei Final Fantasy und da schauen wir einfach mal so ein bisschen in die Karten, die schon gespoilert wurden und da habe ich mir gedacht, ich nehme einfach mal die Legend und Hero Karten und wenn mir die ein oder andere Rare sehr gut gefällt, dann schauen wir da auch mal rein und wir legen einfach mal sofort los mit der Aerith für 2 RCP, eine Legend, 5000 Stärke. Forward Ancients, the Forwards other than Aerith, wow, das sind viele TH hintereinander. You control gain plus 2000 Power. When Aerith is put from the field into the break zone, you may remove Aerith from the game. Also wenn sie von in den Break zone gelegt werden würde, dürfen wir aus dem Spiel entfernen. When you do so, place 3 re-raise counters on Aerith. At the beginning of main phase, 1 during each of your turns. Bleibt mir gleich die Stimme weg. If one or more re-raise counters are placed on Aerith, remove one re-raise counter from Aerith. Then, if there are no re-raise counters on Aerith, play Aerith onto the field. This effect will trigger only if Aerith is removed from the game. Okay, also wir hauen halt quasi da einen Counter drauf, wenn wir sie, also wir dürfen sie auf in den Breakzone legen und dürfen sie aber alternativ auch quasi aus dem Spiel nehmen. Wenn wir das tun, dann kriegen wir 3 Counter drauf und am Anfang von jeder Main Phase von uns, dann dürfen wir immer einen Counter runternehmen und wenn keiner mehr drauf ist, dann wird sie aufs Spielfeld gebracht. Das triggert aber halt nur, wenn sie halt von dem Spiel vorher, from the game removed, also aus dem Spiel genommen wurde. So, das war aber jetzt schwierig. Meine Herren, die Aerith, jawohl, da haben wir sie. Weiter geht's. Ich entschuldige mich für die verschiedenen Größen und etwas schlechtere Qualitäten, aber so habe ich das auf der offiziellen Seite fftcg.org gefunden. Also Org mit G, nicht wie der grüne Org. Da könnt ihr auch schauen, da sind auch diverse Comments und so weiter und Rares noch gespoilert. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier mal so die Sahneschnitten hier rausgenommen, so von der Wertung her. Und natürlich auch ein paar Startergeschichten. Hier haben wir den Auron, oder Auron, ganz wie es beliebt. Für 2 Wasser-CP 4000 Stärke Forward, Summons and Abilities of your opponent must choose Auron if possible. Also müssen ihn anzählen.
If you control a job summoner forward or job guardian forward other than Auron, Auron gains. When Auron is put from the field into the break zone, draw one card. Ja, dann dürfen wir eine Karte ziehen. Außerdem hat er noch Damage 3, also 3 Schaden. Auron gains plus 3000 Power, also 3000 Stärke gibt es dann dazu bei Schaden 3. Jawohl, so sieht das aus mit dem Kollegen. Weiter geht's mit Bahamut. Auch Starter. Für 6 Feuer CP. Etwas verschwommen, der Gute. Summon. Before playing the cost to cast Bahamut, you can remove 10 Fire Characters and or Category X, also 10 Characters in your break zone from the game to reduce the cost required to cast Bahamut by 5. Also dann wird er 5 günstiger. Choose one forward, deal 10.000 Damage gibt es dann, das ist schön, ne? Deal it 10.000 Damage. Wenn er vom Feld in die Breakzone gelegt wird in diesem Zug, dann wird er aus dem Spiel genommen stattdessen. Jawohl, Deutsch-Englisch-Mischmasch, so wird's gemacht. So, da haben wir eine Common, die habe ich tatsächlich mit reingenommen. Und zwar ist es ein Black Mage und da finde ich, da gibt es mehrere von, kann ich schon mal verraten. In verschiedenen Raritäten und mit verschiedenen Artworks finde ich extremst schick den schwarzen Walzer, den Black Waltz, und zwar mal hier den ersten. Und ich finde die Optik, wie gesagt, richtig, richtig cool. Für 3 SCP, Forward 7000 Stärke, wie gesagt, das ist nur eine Common. Bei den Black Waltz, one is discarded from your hand due to an ability, also wenn er wegen einer Fähigkeit von der Hand geschmissen wurde, also abgeworfen wurde, suchen wir uns einen Forward aus. Wir schießen dem 4000 Schaden. Für 0 Discard one Black Mage from your hand. Also wir schmeißen ein Job Black Mage von unserer Hand ab. Das trifft ja auf mehrere zu, ne? When you do so, choose one Dull Forward Opponent Controls, deal it 7000 Damage. Dann suchen wir uns halt einen gedallten Forward aus vom Gegner und dem schießen wir 7000 Schaden. Also quasi nochmal das, was er sowieso schon an Stärke hat. Und wie gesagt, Artwork finde ich echt gelungen. Kann man nicht anders sagen, ne? So, wer hätte das gedacht? Weiter geht's mit Black Waltz 2. Der ist ja schon rare. Für 3 Feuer CP. Auch Forward 7000 Stärke ebenfalls. When Black Waltz is discarded from your hand due to an ability, kommt uns eben bekannt vor, ne? Dann suchen wir uns einen Forward aus. Dem schießen wir 4000 Schaden. Für 0 discarden wir einen Black Mage from unserer Hand. Und wenn wir das machen, dann suchen wir einen Forward, der muss noch nicht mal da sein, den der Gegner kontrolliert. Und schießen ihm 5000 Schaden. Ne? Ja, Vorteil hier, ne? Muss halt nicht dull sein, der Forward vom Gegner. Jawohl. Weiter geht's mit dem Black Waltz, den dritten für 3 Blitz-CP. 7000 Stärken, Stärken, genau, Pferdestärken. Ne, 7000 Stärke ist auch eine Legend. Und die Optik, wie gesagt, ich finde die bei den Jungs echt richtig cool, ne? Wenn man mal guckt, rechts das eingearbeitete, der Vivi noch so ein bisschen, ne? Quasi, ja, ist sehr schick. Text, da wollen wir hin. When Black Waltz 3 is discarded from your hand due to an ability, choose one forward. Also, ne, auch dann suchen wir uns wieder einen Forward, dem schießen wir 4000 Schaden. When Black Waltz is put from the field into the break zone, choose up to 2 job Black Mage other than name Black Mage. Black Waltz 3 in your break zone, das machen wir gleich nochmal auf Deutsch. Also, wenn der Black Waltz 3 vom Feld in die Breakzone gelegt wird, dann suchen wir bis zu 2 Job Black Mage, aber mit anderem Kartennamen als Black Waltz 3 in unserer Breakzone. Die packen wir uns dann auf die Hand. So, ich glaube in Deutsch war das ein bisschen einfacher. Hoffe ich, dass ihr das verstanden habt. Und ja, für 0 Discard ein Job Black Mage von unserer Hand. Und wenn wir das machen, dann suchen wir uns einen Forward aus mit Kosten 3 oder weniger, den ein Gegner kontrolliert und der kriegt nur Schaden. Nein, der wird diesmal gebrochen. So sieht's aus. Das ist der Black Waltz 3. Und wie gesagt, die Artworks, die wollte ich euch alle drei zeigen. Die finde ich nämlich richtig schick. So, der nächste Kandidat ist Braska. Forward Summoner, 5000 Stärke, 2 Feuer CP. You may use Braska's Special Ability by discarding a summon instead of discarding a card named Braska as part of the cost. Ah, okay, dann dürfen wir halt was anderes abschmeißen außer ihn. So, Summon. Wir schmeißen eine Karte mit Namen Braska ab. Hey. Choose one forward und dealen den 7000 Damage. Und dann haben wir Grand Summon. Eine Karte mit dem Namen Braska abschmeißen oder halt, ne, wie oben gelesen. Zwei Feuer, einmal grün und einmal, schwer lesbar. Was blaues auf alle Fälle. Ich tippe mal auf Wasser.
Ja, ich denke doch. Dann suchen wir uns zwei Forwards aus, die der Gegner kontrolliert. Die brechen wir. Und Braska schießt unserem Opponent einen Schadenspunkt. Einen Schadenspunkt. Punkt. So. Schwierig, schwierig, schwierig. So, okay, alles klar. Das war der Braska. Weiter geht's. Dann wieder groß und dementsprechend gut auflösen, haben wir Biblos, ein Monster Evil Spirit für 2 SCP. When your opponent discards one or more cards from the hand due to your summons or abilities, choose one forward opponent controls, dull it and freeze it. Also, wenn ein Gegner eine oder mehr Handkarten aus der Hand abschmeißt, aufgrund von unseren Summons oder von unseren Abilities, dann suchen wir uns einen Forward, der den Gegner kontrolliert, dullen ihn und frieren auch noch ein. Bei Damage 3 für 0, until the end of the turn, Biblos becomes also forward with power 7000, also ne, wieder auf forward mit power 7000. Und wenn Biblos attacks, your opponent discards one card from the hand, also wenn er angreift, dann muss der Gegner eine Handkarte abschmeißen. You can only use this ability once per turn, ist eine Hero-Karte. Ich gucke gerade, wenn Opponent discards one card. Okay, also ist keine Random Card, sondern er darf sich die Karte der Gegner dann quasi aussuchen, die er abschmeißt. Aber auch das Artwork finde ich ziemlich cool hier, ne? Sehr schick. Weiter geht's mit Chaos. Ne? Auch ein richtig geiles Artwork. Auch eine Legend-Karte. Sehr, sehr schick, meiner Meinung nach. Dunkelheit, wer hätte das gedacht beim Chaos. Ja, 11 geschmeidige CP, 8000 Stärke. Forward Chaos. The cost required to cast Chaos is reduced by 2 for each element among characters opponent controls. Ne, für jedes Element unter den Charakteren, die der Gegner kontrolliert, kontrolliert jedes verschiedene Element, da gibt es dann 2 gratis Rabatte drauf. When Chaos enters the field, your opponent selects one forward other than light or dark they control. You gain control of it. Okay, alles klar. Also wenn er aufs Spielfeld kommt, dann sucht unser Gegner einen Forward aus, und zwar einen anderen als Licht oder Dunkelheit, diese kontrollieren und wir kriegen Kontrolle über ihn. Dann können wir noch dull werden lassen. Put one character in your you control owned by your opponent into the break zone. Choose one forward, break it. Okay, okay, okay. Gut, weiter geht's. Ah, geiles Artwork. Ich muss immer auch, ne, zwischendurch immer mal schauen. Wo wir gerade bei geilen Artwork sind, haben wir Heretical Knight Garland. Yo, forward Knight. Ah, geil, eine Full Art Karte hier. 8000 Stärke, ist ein Rare. Brave, when Heretical Knight Garland enters the field, choose one forward other than Heretical Knight Garland you control. Schwer zu lesen in der Auflösung. As long as Heretical Knight Garland is on the field, it gains plus 4000 power and Brave. Also er wird der Brave. Wir können bezahlen 2x Erde und 2 beliebige Crystals. Crystal Point, Entschuldigung. Und müssen ihn dullen. Heretical Knight Garland Gains, Heretical Gains? Achso, Anführungsstriche, habe ich nicht gesehen. Also er bekommt Heretical Knight Garland cannot be broken until the end of the turn. Ah, also das kriegt er quasi als Sonderfähigkeit. Gut, jetzt, das war ein bisschen schwer lesbar, muss ich mal ehrlich sagen. Das war ein bisschen schwer lesbar. So, weiter geht's mit Hyo. Jawohl, auch wieder eine Hero-Karte. Für ein Blitz-CP 3000 Stärke Forward, Member of the Orders. Wir können ein Blitz-CP bezahlen. Hyo gains Haste. And Hero's Power becomes 7000 anstatt 3000 für 1. Ein Blitz-CP, wir können 3 Blitz-CP bezahlen. Hero kriegt, if Hero deals damage to your opponent, the damage becomes 2 instead. Also wenn er Schaden macht, dann wird der Schaden 2. Das ist schön. And Hero's Power becomes 10.000. You can only use this ability if you has 7.000 power or more. Ah, da ist der Witz. Okay, also ne, um den Trigger auszulösen, muss er schon vorher 7.000 power haben. Okay, these effects do not end at the end of the turn. Oh, diese Effekte enden nicht am Ende des Zuges. Das ist natürlich, ui, okay, schick. Schick, schick. So, weiter geht's mit Jecht. Aus dem Starter, endlich mal wieder auch eine gute Auflösung. 5 Feuer-CP, Guardian 9000 Stärke. Habe ich das gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Mein Kopf ist etwas breich heute, sorry. Mit X-Burst.
When Jecht oder Jecht enters the field, choose one forward opponent controls, deal 4000 damage and 1000 more damage for each category X character you control. Okay, also wenn er reinkommt, schießen, suchen wir uns einen gegnerischen Forward aus, dem schießen wir 4000 Schaden und 1000 Schaden extra für jeden Charakter 10, also Kategorie 10 Charakter, den wir kontrollieren. Schwer heute. Put Jecht into the break zone. Search for one light or dark character and add it to your hand. Ah, sehr schick. Ne, dürfen wir dann auf die Hand nehmen. Und vor allen Dingen, ja, Licht oder Dunkelheit und raussuchen. Raussuchen immer gut. Sehr, sehr gut. So, weiter geht's mit einer weiteren Legend und zwar mit Kirin. Ja, 9000 Stärke, 6 CP erdigerweise. Brave hat er. Und geiles Artwork hat er auch. Kirin cannot become dull by your opponent's summons or abilities. Also der kann nicht dull werden von, ja, durch gegnerische Fähigkeiten oder Summons. Das ist natürlich cool. The Job Shijin. Forwards, you control gain plus 1000, also generell durch die Bank weg, ne? Alles was Job Chijin ist, kriegt plus 1000 Stärke. When Kirin enters the field, reveal the top 5 cards of your deck, play one forward, of cost 4 among them onto the field and return the other cards to the bottom of your deck in any order. Okay, also wenn er reinkommt, dann revealen wir, also zeigen die obersten 5 Karten von unserem Deck vor. Und spielen ein Forward mit Kosten 4. Da steht jetzt tatsächlich, deswegen war ich gerade am Stutzen, steht tatsächlich nur Kosten 4, nicht Kosten 4 oder weniger. Das heißt, ich würde das jetzt so interpretieren, dass man halt, dass der wirklich genau 4 kosten muss, damit man den auch spielen darf. Ja, der Rest von den Karten, die wir gezeigt haben, die kommen unter das Deck in beliebiger Reihenfolge. Okay, also genau 4. Okay, okay. So, weiter geht's mit Lulu. Auch eine Legend-Karte, die etwas verschwommen ist. 3 Wind-CP, 5000 Stärke. Guardian, when Lulu enters the battlefield, choose one card, name Yuma or summon in your break zone. You may add it to your hand. When you cast a summon, choose up to one forward opponent controls. Its power becomes 5000 until the end of the turn. This effect will trigger only during your turn. Okay, also den ganzen Spaß, den können wir dann quasi nur in unserem Zug machen. Gut, alles klar, okay. Gut, alles klar. Dürfen wir halt aus der Break sowas rausnehmen und dann, ja, okay, alles klar. Jo, gut, nur etwas unscharf, die gute. So, weiter geht's mit Luso und das ist wieder eine A, schöne Karte vom Artwork her und B, auch wieder etwas größer und etwas gut auf, besser auflösend. Für 6 Feuer-CP, Forward Clan Gully Member. At the beginning of your attack phase, during each of your turns, if you have received 5 points of damage or less, shuffle your deck, then reveal the top card of your deck. Also am Anfang von der Attack Phase von jedem Spieler, wenn wir 5 oder mehr Schaden, 5 oder weniger, Entschuldigung, 5 oder weniger Schaden erlitten haben, dann mischen wir unser Deck. Dann zeigen wir die oberste Karte von unserem Deck. Wenn es eine Feuerkarte, also Feuercharakterkarte ist, dann dürfen wir die aufs Spielfeld spielen. Für euch. Ne? Nett. So, Damage 6 at the beginning of the attack phase during each of your turns, also dann die Attack Phase von unseren Zügen. You may search for one Fire Character and play it onto the field. Dann dürfen wir einen Feuercharakter ohne jede Limitation raussuchen und den aufs Feld spielen. Das ist cool. Schöne Karte. Gefällt mir. Gut, Damage 6, ne? Aber trotzdem. So quasi Last Order und so. Sehr schick, sehr, sehr schick. Gefällt mir gut. So, weiter geht's mit Riku. Und ja, Starter wieder. Für 4 Wasser-CP mit Exburst 8000 Stärke. Forward Albed oder Guardian. Oder und, würde ich ja sagen, ne? Wie gesagt, Exburst hat sie. When Riku attacks, choose one forward opponent controls. Wir suchen uns einen gegnerischen Forward aus. Return it to owner's hand. If you control the job summoner forward, put it on top of its owner's deck and draw one card instead. Okay, der kommt auf die Hand des Besitzers zurück. Und wenn wir den job summoner forward kontrollieren, dann packen wir den oben aufs Deck vom Gegner und ziehen eine Karte. Das ist nett, nicht wahr? Karte immer gut. So, ich habe gesagt, die Promokarte wurde revealed und da haben wir sie. Das ist hübsch, ne? Das ist sehr hübsch. Es ist Sarah. Full Art Sarah. Mit natürlich
Ja, Promo-Beschriftung. Emissaries of Light, sehr, sehr schick. Ja, Vorwärts Saboteur. Ja. Yeah. Sehr, sehr schick. Gefällt mir echt gut. Muss ich erstmal einen Moment länger mal drauf gucken, ne? Ja, für 3 CP. When Sarah enters the field, if you control two or more ice characters other than Sarah, your opponent discards one card from the hand. Also wenn sie aufs Feld kommt und wenn wir zwei oder mehr Eischaraktere außer ihr, also sie zählt nicht mit, kontrollieren, dann muss der Gegner eine Karte von Hand abschmeißen. Also kein Random Card, aber ne, er kann sich halt aussuchen, aber abschmeißen muss er so. When Sarah enters the field, if you control a category 13, character on of an element other than ice, draw one card. Also wenn sie aufs Feld kommt und wir kontrollieren eine Kategorie 13 Charakter, der kein Eis Element ist, also quasi alles andere außer Eischaraktere, dann dürfen wir eine Karte ziehen. Manchmal ist das Sprechen echt schwierig, vor allem wenn man schon wieder halb auf das Artwork im Hintergrund guckt. Also hinten die Stadt sieht doch geil aus, ne? Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Freue ich mich schon drauf auf die Karte, auf jeden Fall. So. Dann haben wir noch Sinn. Haben wir auch schon mal gesehen bei einem Unboxing. Wer den Kanal verfolgt, wird es gesehen haben. Ja, auch aus dem Starter. Für 9 und auch eine, ja, bei dem Namen natürlich dunkle Kreatur. Also beziehungsweise, ne? Ein dunkler Vorwart. Kreaturen ist ja woanders. Final Aeon. 10.000 Stärke, mal so ganz pauschal. When Sin is added to your hand from the deck due to a search effect, you may pay 3. Also wenn das, wenn Sin auf unsere Hand kommt, und zwar infolge von einem, Durchsuche- oder Sucheffekt halt, ne, quasi, so ein Tutor-Effekt, dann können wir 3 beliebige zahlen. When you do, choose one forward and break it. Dann dürfen wir einen Forward aussuchen und den brechen. When Sin enters the field, break all forwards other than Sin. Wenn, ja, das war nämlich der Witz an der Sache. Wenn Sin aufs Feld kommt, dann brechen wir alle Forwards außer Sin. Ne, alle. Sondern Vorsicht, so rum. If you have received 6 points of damage, break all the forwards opponent controls instead. Ja, bei 6 Schaden wird es ja interessant, denn dann brechen wir nur die gegnerischen Forwards. Und ja, das macht dann schon mehr Sinn, ne? Aber wie gesagt, dafür, damit das triggert, ist die Grundvoraussetzung, 6 Schaden kassiert haben. Mhm. Trotzdem coole Karte, finde ich. Also ich mag sie persönlich. Und ja, ist halt mächtig und also mir gefällt sie gut. Kann ich nicht anders sagen. So, dann geht's weiter mit Squall. Interessantes Artwork, hat irgendwie so ein bisschen was von ja, Kunstmuseum, finde ich, persönlich. Auch ja, sehr farbintensiv durch den roten Hintergrund. Und ja, nicht wahr? Legend-Karte. Für 4 Feuer-CP, 8000 Stärke. Forward Seat Candidate. If either player has 2 cards or less in their hands, Squall gains haste. Jo, dann kriegt er Haste. If both you and your opponent have no cards in hand, Squall gains first strike brave and Squall can attack twice in the same turn. Okay, also wenn wir beide, Gegner und wir selber, keine Karten mehr in der Hand haben, dann kriegt er first strike brave und er kann zweimal im selben Zug angreifen. Das ist schon hart, ne? Das geht schon. Wenn er angreift, dann schießen die 4000 Damage to all forwards opponent controls. Dann schießen wir 4000 Schaden auf alle gegnerischen Forwards. Ja. Und dann haben wir noch, when Squall is blocked, deal 4000 Damage to all forwards opponent controls. Also, entweder angreift oder blockt, 4000 Schaden für alle vom Gegner kontrollierten Forwards. Ja. Kann man mal bringen, ne? Netter Typ. Alles klar, wir machen weiter mit Tidus. Jawohl, auch Legend-Karte, ne? Guardian Forward für 3 Wasser-CP. 7000 Stärke. Tidus, wahrscheinlich auf Englisch, cannot be blocked. Also er kann nicht geblockt werden. When Tidus is put from the field into its own, also Deck draw 3 cards. Also wenn er aus dem, vom Feld in das Deck seines Besitzers gelegt wird, dann gibt's 3 Karten. Ne, das ist schön. Also 3 Karten ziehen ist schon viel. Das ist schon sehr geil. When Tidus is chosen by your opponent's summons or abilities, you may put Tidus at the bottom of its owner's deck. Jawohl. When you do this, when you do so, choose one forward opponent controls, put it at the bottom of its owner's deck. Oh, okay. Also nicht drauf, sondern drunter. Ja, das ist natürlich auch. Dann kommt der so schnell erstmal nicht mehr zutage, außer durch eine, Search-Aktion, ne?
Ja, und dann haben wir hier nochmal die schöne Version von Tidus. Und zwar haben wir die ja gesehen auch schon hier im Video bei dem Custom Starter Unboxing. Und ja, das ist sehr, sehr hübsch. Kann ich nicht anders sagen. Forward Guardian, the cost required to cast Tidus, oder Tidus, man weiß es nicht, is reduced by one for each category X forward you control. Also für jeden Kategorie 10 forward, den wir kontrollieren, kostet einen weniger. X Burst hat er. When Tidus enters the field, you may search for one card name Jecht, card name Yuna or card name Waka and add it to your hand. Also wenn er reinkommt, dann dürfen wir unser Deck durchsuchen, und zwar entweder nach einem Kartennamen Jecht, einem Kartennamen Yuna oder einem Kartennamen Waka und den auf die Hand nehmen. When Tidus attacks, all the forwards you control gain plus 2000 power until the end of the turn. Ja, und wenn er angreift, kriegen alle Forwards, die wir kontrollieren, plus 2000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Jo. Dann haben wir noch Twintania, auch wieder ein sehr cooles Artwork, ne? Ein bisschen wild. Es ist ein Beast. Ein Beast, und zwar ein dunkles Beast. Forward Beast 8000 Stärke für 2 CP. Twintania is also a monster in all situations. In jeder Situation auch ein Monster. Twintania enters the battlefield dull. Oh, okay, er kommt dull rein. Oder sie, oder es, das Monster, ne? When Twintania enters the battlefield or when Twintania enters the field or active Twintania becomes dull. Ah, okay, wenn es reinkommt oder wenn es aktiv ist und dull wird, ne, also in dem Moment, wo man es tappt, um das mal in fremden Vokabular zu sagen, place one Giga Flare Counter on Twintania. Dann wird ein Giga Flare Counter auf Twintania gelegt. At the beginning of main phase 1 during each of your turns, also am Anfang der main phase 1 in jedem von unseren Zügen, nehmen wir einen Giga Flare Counter from Twintania wieder runter. Wenn wir das machen, suchen wir uns einen Forward aus, den der Gegner kontrolliert, und schießen dem 7000 Schaden. Ja, also mal wieder so ein bisschen Counter-Geschiebe. So, weiter geht's mit Waka, auch aus dem Starter. Guardian für 2 Wasser CP Forward. 5000 Stärke, habe ich das schon gesagt. Irgendwie, ja, wie gesagt, Dulle heute. Also nicht gedreht, sondern einfach wir im Kopf. You can remove 3 real counters from Waka to use Waka's special ability without paying its cost. Wir können 3 real counters von ihm nehmen, anstatt die, um die special ability zu nutzen, ohne die Kosten zu bezahlen. When Waka or Category X Forward enters your field, place 1 real counter on Waka. Also wenn auf unserer Seite in Kategorie 10 Forward reinkommt, oder er halt selber, ne, der Wacker, dann dürfen wir einen Real Counter auf Wacker legen. So, dann wollen wir mal gucken, was er denn dann kann. Aura Spirit, eine Karte mit Namen Wacker abschmeißen, ein Wasser CP. Choose one Forward. It loses all abilities until the end of the turn. Break it. Also er verliert alle Fähigkeiten bis zum Ende des Zuges und wir dürfen ihn brechen. Ja, guck, so wird's gemacht, würde ich sagen, ne? Alles klar. So, weiter geht's mit der Legend-Karte und wieder einem schönen gezeichneten Artwork. Mein Gott, Walter, ist es echt mein Hirn? Junge. Nee. So, diesmal haben wir aber auch eine Lichtgestalt hier mal für uns. Warrior of Light, wird das gesagt bei dem Namen, ne? Für 2 CP, Forward Warrior Light, 5000 Stärke, wie gesagt, ist eine Legend. For each Forward other than Warrior of Light you control, Warrior of Light gains plus 1000 Power. Also für jeden anderen Forward außer dem Warrior of Light selber gibt's plus 1000 Stärke für ihn. Remove Warrior of Light from the game, also aus dem Spiel nehmen. All the Forwards you control gain, also alle Forwards, die wir kontrollieren, kriegen. This Forward cannot be broken, also die können nicht gebrochen werden, until the end of turn. You can only use this ability during your opponent's turn. Ah, okay, alles klar, also die können da nicht gebrochen werden bis zum Ende des Zuges, aber wir können das nur, diese Fähigkeit nur benutzen, im Zuge des Gegners. Aha. So, weiter geht's mit Vol. Warrior of Dawn. Forward 9000 Stärke, eine Legend-Karte für 5 CP windigerweise. The cost required to cast Vol is reduced by 1 for each character of cost 5 or more you control. It cannot become 0. Also die Kosten für ihn hier werden reduziert
um 1 und zwar für jeden Charakter mit Kosten 5 oder mehr, den wir kontrollieren, kann aber nicht auf 0 fallen. Das heißt, es ist ja maximal 1 kostet dann. Also minimal, nicht maximal. So, ne, ihr könnt maximal 4 mal das machen und dann ist das so. Ja, the forwards of cost 5 or more other than while you control gain. This forward cannot be chosen by your opponent's summons or abilities. Andere Forwards, außer ihm, die 5 oder mehr kosten, kriegen für diesen Zug, dieser Forward kann nicht Ziel von Summons und Abilities des Gegners werden. Jawohl, das ist schick. Ich gucke gerade, da steht gar nichts vom Zug, ne? Da steht gar nichts vom Zug. The forwards of cost 5 or more than other than wall you control. Ne, steht da gar nichts. When you cast a character of cost 5 or more, draw one card. Wenn man einen Charakter mit Stärke, Kosten 5 oder mehr, casten, dann dürfen wir eine Karte ziehen. This effect will trigger only once per turn, aber nur einmal pro Zug. Ja, ne, pro Zug steht da tatsächlich gar nichts mit den forwards, also das heißt, die Forwards kriegen das dann erstmal die ganze Zeit, würde ich sagen. Sehr schick. Ja, das ist doch mal cool. Das ist doch mal cool. So, dann haben wir die Yuna aus dem Starter. Für 4 Crystal Points wenigerweise 7000 Stärke. Forward Summoner. When Yuna enters the battlefield, select one of the two following actions. Also wenn sie reinkommt, suchen wir uns eine der beiden Aktionen aus. If you have received 5 points of damage or more, select up to 2 of the two following actions instead. Wenn wir schon 5 Schaden oder mehr haben, dann dürfen wir uns beide aussuchen. So, was haben wir denn da? Choose one job guardian of cost 2 or less in your break zone. Play it onto the field. Activate all backups. Oh ne, ist das schon. Ach, das ist schon das zweite. Ha, Ausrufezeichen. Ja, Gänsefüßchen, ja. Tatsache. Also, entweder choose one job guardian of cost 2 or less in your break zone. Play it onto the battlefield. Also, wir suchen einen Job Guardian mit Kosten 2 oder weniger in unserer Break Zone aus. Und den bringen wir aufs Spielfeld. Oder activate all the backups you control. Das ist dann schon die zweite Fähigkeit. Aktiviere alle Backups halt, Supporter, Unterstützer, wer sind denn Unterstützer, die wir kontrollieren. Damage 3. Yuna gains the Job Guardian Forwards you control gain plus 2000 Power. Ja, ab Damage 3. ich musste gerade gucken. Aufs Artwork mal wieder schlimm. Kriegt Yuna, also die Job Guardian Forwards, die wir kontrollieren, kriegen plus 2000 Stärke. So, lesen, nicht gucken. Schlimm, schlimm. So, da haben wir noch Zack. 9000 Stärke, Forward Soldier. Für 5 Blitz-CP, eine Hero-Karte. If you control a Category 7 Character of an Element other than Lightning, also wenn wir einen Charakter 7, also einen 7er Charakter kontrollieren, außer dem Element Lightning, also Blitz, the cost required to cast Zack is reduced by 2, dann kostet er 2 weniger. When Zack is put from the field onto the break zone, you may play one category 7 character from your hand onto the field. Oh, das ist nett, also direkt aufs Feld. If it's cost 5 or more, Zack deals you 1 point of damage. Oh, okay, also wenn er dann mehr als 5 kostet, also wenn es etwas Stärkeres ist, dann kriegen wir einen Schaden geschossen, aber hey, ne, dafür haben wir dann was Gutes auf dem Feld. Alles klar, auch ganz coole Karte, finde ich. Weiter geht's mit Zidane, jawohl. Tantalos Member Thief Forward natürlich. Dann haben wir an Kosten 2 Windige und 5000 Stärke, eine Hero-Karte. Ja, when Zidane enters the battlefield or attacks, your opponent removes the top card of the deck from the game. Also wenn er reinkommt oder angreift, dann muss der Gegner die oberste Karte von seinem Deck aus dem Spiel entfernen. You can cast it as though you owned it and at any time you could normally cast it. Also wir können die dann casten, als würden wir die besitzen, zu jeder Zeit, wo man die halt auch normalerweise spielen könnte. The cost for casting it can be paid using CP of any element. Und dafür, um die zu beschwören, dürfen wir Crystal Points von jedem beliebigen Element nehmen. When Zidane enters the field, if you have cast 3 or more cards this turn, Zidane gains haste until the end of turn. Also wenn er reinkommt und wir haben schon 3 oder mehr Karten in diesem Zug gespielt, dann kriegt er auch noch haste bis zum Ende des Zuges. Boah. Ja, Sprachstörung, aber coole Karte, gefällt mir auch sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Ja, gut, liebe Leute, das war auf alle Fälle jetzt schon mal das, was ich hier stammelnderweise euch mal mitteilen wollte. Ich wollte euch aber noch was mitteilen, und zwar ist am morgigen 2.4.
noch einen Termin, den hatte ich ja schon mal angekündigt. Und zwar um 11 Uhr wird ein Online-Regional-Turnier im L6-Format veranstaltet. Wie gesagt, ich hatte da schon mal das kurz angesprochen, deswegen hier nochmal der Reminder, wie angedroht. Es wird, wie gesagt, um 11 Uhr wird die ganze Geschichte starten und es wird natürlich auch was zu gewinnen geben. Jeweils pro Turnier. Platz 1, eine exklusive Spielmatte sowie eine Full-Art-Karte von Shandotto Prish und 12 Crystal Dominion Booster. Platz 2, 12 Booster Crystal Dominion, eine Full-Art Premium-Karte Dryad, die 13-045R. Dann dritter Platz, 6 Booster Crystal Dominion, eine Full-Art Premium-Karte Puppenspieler, 14-081C. Vierter Platz, 6 Booster Crystal Dominion, 5. bis 10. Platz, 2 Booster Crystal Dominion, eine Promo-Vollkarte der letzten Monate. Jo, außerdem wird unter allen Teilnehmern noch eine exklusive Full-Art-Karte Shattered Priest verlost. Und alle Teilnehmer erhalten ein Goodie in Form von einer Promo oder Final Fantasy Schlüsselanhänger. Ach, siehst du, den wollte ich auch noch bestellt haben, den Final Fantasy Schlüsselanhänger. Ja, genau. Die Turniere finden auf dem Discord statt. Teilnehmergebühr ist 7,50 €. Die Tickets sind natürlich bei Andreas im Shop erhältlich. Und weitere Infos kriegt ihr halt, wenn ihr dann die Tickets gekauft habt. Und da gibt es eine Bestätigungsmail. Des Weiteren werdet ihr dann halt, werdet ihr dann weiter informiert. So. Gut, dann haben wir das, denke ich mal, jetzt erstmal soweit abgedeckt. Also, wer Bock hat auf L6-Format, Turnier morgen bei Discord. 11 Uhr, wie gesagt, nicht verpennen, ne? Also, ja, trotz Zeitumstellung letzte Woche, vielleicht seid ihr schon wieder im Trott soweit. Und, rege Teilnahme wäre schick. Und irgendwann schaffe ich das auch nochmal mitzuspielen, da muss ich vorher noch ein bisschen üben und ein bisschen mehr Zeit haben. Aber dann kriegen wir es vielleicht auch mal vom Küchentisch hin, wobei ich am Küchentisch eigentlich ganz froh bin. Aber vielleicht mal so ein Turnierchen mitspielen, why not? Gut, alles klar. So, das war es jetzt, glaube ich, von mir mit Neuigkeiten und mit ein paar, mehr schlecht als recht zurecht übersetzten, Spoilern. Und ja, wie gesagt, nicht vergessen, der Release verschiebt sich von den Pre-Release-Kits. Nicht, dass ihr dann da denkt und wartet, warum kommt das denn nicht? Verdammte Tat. Es dauert halt mal wieder ein bisschen länger. 15. April ist Stichtag und 16. wird verschickt. Und gut, ich bin dann erstmal raus. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen, dass ihr mal hier so ein, zwei Promos euch angucken, ein, zwei Spoiler euch angucken konntet. Ich finde, es sind schöne Sachen dabei. Wer das ohne mich tun möchte, beziehungsweise ohne meine Kommentare dazu, der kann natürlich auch auf Final Fantasy, also fftcg.org schauen. Da werden noch mehr Karten gespoilert. Ich habe jetzt hier nur so eine kleine hübsche Auswahl von den höchsten mitgebracht, wie gesagt. Und da stehen auch diverse Regeln und News und habt da nicht gesehen. Deswegen schaut einfach mal vorbei. Ansonsten kann ich euch noch zum Thema Final Fantasy den Kanal von Limit Break Berlin empfehlen. Und den verlinke ich euch natürlich auch mal unten. Die machen auch im Moment diversen Content, machen auch Einzelspoilerkarten. Und zwar machen die das aus der Sicht von wirklichen Turnierspielern. Also die sind auch so meta-konfirm und konform. Und die wissen halt, was wirklich auf den Turnieren abgeht. Da kann so ein Küchentischspieler wie unser eins natürlich, der gerade mal die Regeln halbwegs im Kopf hat, der kann da nicht mithalten mit solchen Sachen. Und das ist halt interessant, einfach mal auch eine andere Meinung aus der Turnierszene zu hören vielleicht. Schaut da mal rein, die Jungs freuen sich bestimmt. Gut, ich bin erstmal raus. Wenn es euch hier auch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr kennt die Nummer, ne? Da freue ich mich immer gar sehr drüber. Vergesst nicht, bei Andreas im Shop reinzuschauen. Und viel Spaß bei allem, was ihr tut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.